Bayerischer Landtag. Untersuchungsausschuss zweite Stammstrecke. Am Montag als Zeuge geladen der ehemalige Bundesverkehrsminister. Vorwürfe. Also mir kann keiner was vorwerfen, weil dieses Projekt nicht ein Projekt des Bundes ist. Versäumnisse kann es von Seiten des Bundes an dieser Stelle in der Zeit nicht geben. Fest steht, keiner will schuld sein. Aber fest steht auch, Versäumnisse bei der zweiten Stammstrecke gab es zuhauf. Wer dafür die Verantwortung trägt, will der Untersuchungsausschuss noch vor der Landtagswahl in den nächsten Wochen zutage fördern. Wir erinnern uns. April 2017. Mit viel Tamtam wird das Vorhaben zweite Stammstrecke gestartet. 11 Jahre später, 2028, sollen die ersten Züge rollen. Das Gesamtprojekt kostet 3,8 Milliarden Euro, so der Plan. Die Stimmung bei den Verantwortlichen euphorisch. Es ist eine wirkliche Jahrhundertentscheidung. Sie wird für Generationen Bedeutung haben. Und sie ist mit dem heutigen Tag unumkehrbar. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich diese Zukunftsinvestition zweite S-Bahn-Stammstrecke München in den nächsten Jahrzehnten auszahlen wird. Das ist ein historischer Tag. Mit dem Bau der zweiten Stammstrecke, die die Münchner Innenstadt in weiten Teilen im Untergrund quert, soll das störanfällige Netz verbessert und die Taktung der Züge erhöht werden. Das Vorhaben war vor Baubeginn hoch umstritten. Kritiker zweifeln bis heute am Nutzen. In meinen Augen hat die CSU diese Stammstrecke durchgesetzt, weil sie unbedingt ein großes, milliardenschweres Prestigeprojekt in München drin haben wollte, viel Geld nach Bayern holen wollte, ohne zu verstehen, dass es viel wichtiger wäre, das ganze S-Bahn-Netz zu ertüchtigen. Die zweite Stammstrecke, ein hochkomplexes Bauvorhaben. Der Tunnel verläuft in bis zu 42 Metern Tiefe, haarscharf an der Frauenkirche und anderen historischen Gebäuden vorbei. Unter der Isar hindurch, auf der Oberfläche überall dicht besiedelte Innenstadt. Doch Bremser auf der langen Planungsstrecke wollte die Staatsregierung schlicht nicht hören. Dieses Theater müssen wir beenden. Die Angebote lagen jetzt lange genug auf dem Tisch. Seit 6 Jahren wird inzwischen gebaut. Wohin sich die Kosten und der Zeitplan entwickeln, interessierte die Staatsregierung offenbar jahrelang nicht. Das änderte sich im Herbst 2020. Da überreicht die DB Netz AG dem Bayerischen Verkehrsministerium eine Präsentation mit brisantem Inhalt. Bei den Kosten für die zweite Stammstrecke würde es massive Korrekturen nach oben geben. Und die Stammstrecke werde erst 2034 fertiggestellt. Noch am selben Tag hat die damalige Verkehrsministerin Kerstin Schreier die Staatskanzlei informiert. Der dort zuständige Referatsleiter verfasst einen Vermerk, der dem BR vorliegt. Er kommt zu der Einschätzung, dass die zweite Stammstrecke kein Gewinnerthema im Wahlkampf sei. Weiter heißt es, derzeitige politische Linie Staatskanzlei sieht dilatorische Behandlung bis nach der Bundestagswahl vor. Dilatorisch, also verzögern, bis gewählt wurde. Für die Opposition eine Strategie zu Lasten der Steuerzahler und zugunsten der CSU. Das sieht man ja. Das war ja ganz klar schon im Jahr 2020. Im Oktober hat ja die Ministerin Schreier wirklich nachdrücklich sich darum gekümmert bei der Bahn. Beim Bundesminister hat in die Staatskanzlei geschrieben, dass das dahin galoppiert. Aber das ist unentdeckt gekehrt worden. Das kann man jetzt ja erkennen. Weil ansonsten, warum reagiert keiner auf solche Brandbriefe? Erst 1,5 Jahre später platzt die Bombe. Der neue bayerische Verkehrsminister setzt die Öffentlichkeit in Kenntnis. Unsere Projektbegleitung, die hat mich aber über folgende mögliche Kostensteigerungen informiert. Also Kostenschätzung, Preisstand 2021, 7,2 Milliarden Euro. Und die Inbetriebnahme in einem Zeitfenster bis 2037. Während man also bei Baubeginn 2017 davon ausging, dass die zweite Stammstrecke 2028 für 3,8 Milliarden Euro fertig gebaut sein würde, besagen aktuelle Berechnungen der Deutschen Bahn, dass sich das Projekt um 9 Jahre verzögern wird und voraussichtlich sogar 8,5 Milliarden Euro kostet.
Der Freistaat hat Planung und Ausführung des Großprojekts bei der Deutschen Bahn bestellt. Im letzten Sommer kommt Bahnchef Lutz zum Krisengipfel nach München. Damals hat er immer noch keine aktuelle Kostenaufstellung dabei. Ich glaube, es ist zumindest mal in der aktuellen Phase richtig und wichtig gewesen, dass wir der verlässlichen und auch realistischen Planung, sowohl was die Termin- als auch was die Kostenseite angeht, erstmal Vorrang geben. Vor dem Landtagsuntersuchungsausschuss spricht Lutz vom Prinzip der Bahn. Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Es ist eine der großen Herausforderungen. Die Bahn ist ein Monopolist. Und die Bahn hat bis zum Schluss mit den Zahlen hinter den Berg gehalten. Die Bahn hat in ihrer alten Struktur gemauert und verharmlost. Großprojekte in Deutschland fast immer viel teurer als anfangs berechnet. Warum? Klaus Bogenberger von der TU München beobachtet, dass seit den 80er Jahren gestärkte Mitspracherechte der Bürger die Planungen massiv verzögern. Und es bleibe selten bei der günstigsten Genehmigungsvariante. Außerdem ist es oft so, dass noch mit dem Essen der Appetit kommt. Und so ist es auch bei Bauprojekten, bei Großbauprojekten, dass hier während dem Bau noch mal justiert wird, dass nachgelegt wird und dadurch kommt es dann auch zu Teuerungen und Verzögerungen. Doch der Appetit auf die zweite Stammstrecke dürfte der Staatsregierung schon länger vergangen sein. Alle Fakten müssen auf den Tisch und dann muss überlegt werden, wie man mit der Situation umgeht. Fest steht, das Thema zweite Stammstrecke ist längst im bayerischen Landtagswahlkampf angekommen. Endstation, also Endstation.